Es geht nach Deutschland. Nach Kiel? Um genau zu sein. Postpakete abliefern. Es ist eine lange Reise. Es sind 1031 Kilometer, unser längstes Ding bislang. Von Paris nach Kiel. Auf jeden Fall müssen wir am Weg dorthin. Die Route generell aus. Wird jetzt sein. Fahren wir durch Brüssel vorbei. Belgien, in den Niederlande fahren wir kurz ein. Dortmund vorbei, Osnabrück vorbei, Bremen vorbei, Hamburg vorbei und dann. Das ist eigentlich dieser Ort. Tunnel. Tunnel. Und ihr alles hin. Gut. Fahren wir mal. Kiel. Irgendwo werden wir dann auf jeden Fall noch ein Schläfchen machen müssen. Schauen wir mal, wo wir das dann machen. Stückchen an Reise werden. Selber Theorie. Gas geben bis zur ersten Stadt. Wart nicht. Zeitvoraussicht 20:35 Uhr. Kann man es sowieso nicht schaffen. Gut, LKW muss jetzt erstmal ein bisschen in Fahrt kommen. Es geht auch ein bisschen bergauf. Wir fahren ja auch untertags, das heißt, sollte die Polizei mehr
kontrollieren. Theorie stimmt. Eine zu scharfe Kurve da oben, oder? Mit 100. Sondern nicht Gas geben. Bitte. Einfach drüber gefahren. Komme, was wolle. Ja, 38 Stunden Zeit haben wir. Ich möchte halt jetzt eben noch ein bisschen fahren, damit ich dann nicht nochmal schlafen gehen muss. In dieser Fahrt. Oder dass wir dann nach reinkommen und schlafen. Schlafenszeit. Das wäre mir schon sehr wichtig. Wann müssten wir dann wieder nach rechts? Mal, ob wir das da packen. Ja, haben wir gut gemastert. Ohne Kratzer. Ja, den können wir, glaube ich, bleiben. Ja, wir sind noch immer in Frankreich. Allerdings gleich nimmer. Wird sich da fix gleich anbremsen. Gut, nächste Raststätte nehmen wir dann. Sollten wir dann aber eh schon über die Grenze gefahren sein, beziehungsweise vielleicht auf der Grenze.
Wird auf die Mautstelle, da müssen wir jetzt bezahlen. Bezahlt. Der Parkplatz. Gut. Jetzt nach Kiel. Ohne Unterbrechung. In einem gemütlichen Tempo. Haben wir noch 13 Stunden Fahrt vor uns. Erwartet werden wir ja eh viel später eigentlich. 10.000 haben wir, 30.000 kriegen wir. Es läuft halt auch momentan finanziell ganz gut. Ich bin dann echt gespannt, ob sie den Anhänger nutzen. Das werden wir uns dann in Kiel anschauen, wenn wir dort sind. Derweil schauen wir, dass wir da jetzt noch rein. Strohballen. Bin gespannt, wann wir Strohballen machen mit dem Fahrgamer. Kommt ja auch dann bald. Weiß nicht, ob zeitgleich das Let's Play laufen wird oder nicht. Werden wir dann schon sehen. Mich würde interessieren, fahren LKWs wirklich immer 80? Oder, also halten sich die meisten wirklich dran oder gibt es bei den Autofahrern welche, die halt auch schneller fahren? Glaubt eigentlich. Würde mich jetzt echt interessieren. Ich würde das Tempo nämlich jetzt ein bisschen wieder anziehen. Wir sind der Chef. Wir dürfen Gas geben, wir zahlen eh die Strafe selber. Und bei den Fahrern auch, aber. Da macht es nicht aus, ob man einnimmt oder nicht. Na, ja, meine kleine Ebenso. Lausch Foods liefert der. Können wir mit unseren Postpakete nicht mithalten, aber mit dem eigenen Anhänger. Das ist. Ich glaube, es ist positiv. Ich glaube, wenn du mit dem eigenen Anhänger fährst, dann wirst du doch ein oder andere mehr an Geld verdienen. Also. Ich glaube schon, dass man da jetzt besser aussteigt.
jetzt raus nach Brüssel. Wir wollen aber weiter Richtung die Niederlande. Rebecca hat wieder was eingenommen. Gut so, wir sollen einnehmen, weil wenn die irgendwann einmal, sag ich, den Kredit stemmen können, dann machen wir den Gewinn. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn die uns diese 8000, was wir der Kredit haben, einnehmen, beziehungsweise wir zahlen den ersten dann sobald wie möglich zurück. Wenn die uns dann das annehmen, diese 5700 jeden Tag, dann ist das schon ganz fein. Jetzt sind wir da in einer Kolonne. Haben wir da jetzt Seitenstraße bis rüber Deutschland auf die Autobahn. Wir könnten jetzt natürlich ein bisschen waghalsiger fahren. Gestern überholen wir immer dauert länger als ich gedacht habe. Ja, Strafe. Lass uns genau ein Polizeiauto entgegenkommen. Ich möchte nur die LKWs überholen. Da weiterfahren. Wir sind jetzt in Belgien noch, gell? Wären das die Grenze zu den Niederlanden? Naja. Wird schon werden. Diesel was haben wir.